Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ihr seht wieder keine Kamera, ich nehme 4K HDR auf. Und ja, da geht Kamera leider nicht, weil die wird ja sehr milchig, sieht die dann aus. Ich kann gerne mal ein Testvideo hochladen, dann könnt ihr das sehen. Aber wir wollen halt auf jeden Fall Alex 2 jetzt hier. Ich habe ja Alex 1 damals auch angezockt und weitergezockt, und jetzt ist Teil 2 da, auch für PS5. Ich spiele es auf der PS5 in 4K HDR. Und wir gucken mal, was Grafik uns da hergibt. Und wie es ist. War doch mal sicherheitshalber. Ja, doch, Display HDR. Aber hier ist irgendwie nichts zum Einstellen, auswählen, welchen. Meistens ist ja dann immer so, welchen HDR-Modus möchtest du nehmen? Performance oder was weiß ich. Der Planet Magalan. Unsere Heimat. Was ist da jetzt hier drauf? 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Typisch Mensch, das ist doch klar. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Alexa, ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Kann man die jetzt Fernseher ausmachen? Wissenden werden Sorry, unser Leute. Leben, wie wir es War kennen, bestimmt ich grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Ja. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. Schicki. Ein bisschen flackern. Thank you.
Wieso schmeißt ihr sein Messer weg? Oder war das der Messer, oder? Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Also nicht wundern, wenn er mich so ein bisschen schnaufen hört und so. Da fehlt noch was. Ich habe immer noch mit Problemen mit meiner Nase. Scheiße. Dieser verdammte Turm ist genau auf meinem Haus gelandet. Meine Ausrüstung kann ich wohl vergessen. Zu gefährlich hier. Ich muss verschwinden, bevor sie mich doch noch erwischen. Ich will Bayer mitnehmen. Wieso findet man hier einen zum Plündern? Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Wer bist du?
Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Ziehen sie wieder die Mundbewegung hin. Und gefährlichen Spezies. Auf der rechten Seite hinten müsst ihr mal gucken, wer da so redet. Also nicht nur hier in Caracas. Ach doch, das erzähle. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Das aus, als wäre da ein großer Kaugummi drin. Was sie genau vorhaben. Bisher beschränkten sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Oho. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magallan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Besser ist es. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein. Mein Sohn. Sieht ein bisschen abgehackt aus, wenn er sich quatscht. Aber ich wollte nicht kränklich sein. Komm schon! Wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Wo kommt denn der Sohn auf immer her? Der war doch alleine in dem Haus. Mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an. Doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Natürlich! Alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magallan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Okay. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben. Anstatt er uns gleich mitnimmt oder so? Nein, da müssen wir uns erstmal den Weg alleine dahin schlagen. Hier steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor. Und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit. Ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer,
Du weißt ja, wo du mich findest. Na klar. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Ja. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Das ist aber nett von dir. Dass es nicht so Bombengrafik hat, macht auch nicht so viel aus, weil ein Spiel lebt doch von der Atmosphäre. Aber ich weiß jetzt schon wieder, wie einige von euch reagieren. Nee, das verstehe ich besonders. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den... Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Ja, noch mit Metallrohr. Ganz schön groß ist die Karte, war irgendwie nichts maskiert, wo ich hin soll. Aber ist irgendwie... Was? Gut. Knochen habe ich bei. Ich habe noch ein geiles Outfit mit Leder und so. Gut, dass du noch lebst. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Was ist dir passiert? Sie haben uns eiskalt erwischt. Die Stimme, das Haut hört sich komisch an. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie hatten uns überrumpelt. Die fremden Eindringlinge. Hat er da noch so ein Echo drüber gepackt ist oder so? Nein, die Morkons natürlich. Der größte. Schön, dich zu sehen. Ja.
muss hier immer die Augen offen halten. Caracas ist ein Verflucht. Ich mach jetzt einfach mal. Ah, jetzt lernen wir sowas. Bring mir was bei. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Wo ist Dex? Wo ist mein Sohn? Seine Mutter hat ihn mitgenommen. Ah. Kaya war hier? Sie ist bei ihm? Ja, und sie ist den Morkons in den Norden gefolgt. Wenn du mich fragst, wird sie auch nicht eher ruhen, bis sie alle erwischt hat. Hast du Heilung für mich? Natürlich. Hier, ich kann dir ein paar Tränke geben. Den Rest brauchen wir allerdings für unsere Verwundeten. Du siehst nicht besonders gut aus, Jax. Es geht schon. Ich bin gebissen worden. Von einer dieser fremden Kreaturen. Oh, ich verstehe. Das solltest du behandeln lassen. Sieht ein bisschen aus wie das Witcher-Abzeichen bei ihm da dran, oder? Mit dem Wolf? Habt ihr diese großen Lieb... Ja. Machen wir es jetzt erstmal auf den Norden. Und wenn du Kaya begegnest, sei nachsichtig mit ihr. Ihr Blick ist getrübt von den Verlusten der letzten Tage. Sie hat bis zuletzt gekämpft und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Du bist in Ordnung. Richtung Norden. Ich finde den Ton, also die Grafik, ja okay, sieht gut aus, annehmbar, aber ich finde den Ton, wenn ich mit irgendwelchen Leuten quatsche, sehr basslastig und so, als wenn da noch ein Echo drüber gepackt wurde oder so. Ich will zu Kaya. Ja, das war jetzt aber nicht weit. Lass ihn durch.
Und wie schnell er oben ist. Da ist ein Wolf. Hi. Sieh an, der geheimnisvolle Außenseiter gewährt uns die Ehre seiner Anwesenheit. Och Gott, was packt der da rum? Tut mir leid, ich war verhindert. Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes. Hör zu, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich lag mehrere Tage bewusstlos in irgendeiner Ruine. Ach, ist das so? Und wie kam es dazu? Du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen neuen Feind. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich hatte schon genug Probleme in letzter Zeit. Wie du siehst, habe ich hier alle Hände voll zu tun. Ich wurde gleich angepisst, oder? Du schleppst unseren Sohn auf eine deiner Strafexpeditionen mit? Momentan ist es besser für ihn, wenn er hier bei uns bleibt. Das Fort ist nicht mehr sicher genug für ihn. Zu viele Anschläge und Widrigkeiten in letzter Zeit. Hier draußen ist es viel sicherer. Das sieht dir ähnlich, mir Vorhaltungen zu machen. Mister, immer wenn es kompliziert wird, verschwinde ich in meiner kleinen Hütte. Die Hütte haben sie unter einer ihrer fliegenden Festungen begraben. Gut so. Ich habe sowieso nie verstanden, warum du dich dahin zurückgezogen hattest, anstatt mit uns zu leben. Ich finde den Tod, ich weiß nicht. Ich hatte zu großen Respekt vor dir, als dir mit meinen Problemen zur Last zu fallen. Blödsinn. Du hast da oben Frust geschoben, weil deine Bemühungen, die Menschen vor einer potenziellen Bedrohung zu warnen, bei den Anführern der Gilden fruchtlos geblieben sind. Und anstatt weiterzumachen, vergammelst du jetzt schon seit Jahren da oben in deiner dämlichen Hütte. Hey, du warst mal ein großer Mann. Du hast damals gegen dein eigenes Volk gekämpft, bist in den Eispalast gestürmt und hast den Hybriden bezwungen. Viele behaupten, so sei es nicht gewesen. Ich war eine der wenigen, die damals dort waren. So ist es gewesen. Auch wenn heute kaum noch jemand da ist, der sich daran erinnert oder sich erinnern will. Diese potenzielle Bedrohung, wie du sie nennst, bricht gerade über uns. Also der Einstieg ist schon leicht gemacht. Ich muss mal jetzt einfach ein bisschen überspringen, dass wir noch ein bisschen was vom Spiel haben. Wir wollen ja noch ein bisschen unterwegs sein. Und ich finde den Tod echt komisch. Die Sprecherin sitzt in ihrer Kabine und wird hier einfach so drüber gelegt und liest da dann vor und. Pass auf den Jungen auf, hörst du? Ich bring dich um, wenn ihm etwas zustößt. Ich bring dich um, wenn jemand. Da fehlt irgendwie. Ich finde, irgendwie fehlt die Emotion. Lass mal so. Ah, mein Kopf. Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir.
Oh, der Schlafsack. Also die Landkarte, also die App sieht schon schön. Oh, ist hier Blut. Sieht schon schön aus. Schön gestaltet, aber ich finde, sie ruckelt ein bisschen. Seht ihr das? Es ruckelt. Und ich habe ein bisschen Probleme mit dem Audio. Also ich will jetzt nicht sagen, es macht keinen Spaß oder so, ganz im Gegenteil. Man findet auch überall Loot. Oh, ich weiß nicht, hier genau. Wollen wir durchschieben, wir wollen ja nichts mehr machen. Stabholz. Ui. So wie es aussieht, habe ich gegen den jetzt nicht so wirklich die Chance.
Da fehlt noch was. Was ist denn so Loot weg? Ich habe nichts weiter. Ein Schwert wäre aber nicht schlecht oder so. Der ist immer noch da. Natürlich sehe ich mich erstmal. Ich gehe einfach mal Richtung Norden. Entschuldigung, muss ich mal schnell Nase schnappen. Haben wir denn noch was zum Kochen jetzt wieder? Da fehlt noch was. Na
natürlich nicht. Habe ich den überhaupt geplündert? Ja. Was ist noch so Viech? Schwert. Ich schaffe ein Schwert, ich schaffe ein Schwert. Oh, ich habe doch ja hier oben schon welche eingesammelt, gar nicht gesehen. Ich bin nicht gut genug. 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 Geschicklichkeit bräuchte 13. Level steht das gar nicht, will ich leisten. Was steht da? Oh, ein Saurier. Mit. Jetzt habe ich nämlich gar keine Waffe drin, das sehe ich gerade. Leute, weit hier. Fleisch gekriegt. Ich müsste mich mal heilen. Ach so, ich werde schon geheilt, also automatisch über. Karte.
Teresa hört sich nicht an, dass der Tod für ihn kaputt ist, wo es da vorne ist. Also den Tod finde ich gar nicht so toll. Ah, da ist er doch. Hey. Hört mal auf den Tod. Da bist du ja endlich. Hast du dir schon überlegt, was du als nächstes tun wirst? Nein, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dir anstellen werde, Dawkins. Ja, ich sehe, du hast mittlerweile herausgefunden, wer ich bin. Ich will ja nicht wieder alte Geschichten aufwärmen, aber du verwirrst mich. Warum hast du dich mir nicht gleich zu erkennen gegeben? Ich hätte dich nur unnötig verwirrt und wollte, dass du dich erst einmal um deine Angelegenheiten kümmerst. Aber jetzt können wir ja endlich mit unserer... Ich mach mal wieder schnell. Wir werden ja noch ein bisschen umgucken uns. Ich habe viel zu sagen. Zu guter Letzt. Ja. Du sagst. Gut, dann wissen wir ja. Und denkt. Ja, ich war. Du sagst. Und vergiss es nicht. Es ist wichtig. Unser aller Zukunft hängt davon ab. Ich bin neutral.
Davon verstehe ich nichts. Wenn ich immer so ein bisschen stehen bleibe und dich wundere, dann gucke ich mir gerade was an. Stereo reagiert doch direkt. Kann weit nach vorne gucken, ohne dass dann halt wieder diese Unschärfe kommt, was die meisten ja bei Spielen einbauen. Damit man nicht so weit nach hinten gucken kann. Steuerung für die Ewigkeit ist okay.
Das sieht schon schön aus. Besser geht immer, ist klar. Aber der Tod. Was ist deine Aufgabe? Ich sehe gerade erst, um ja von dir zu killen. Ach, da ist doch einer. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Wirklich, die Steuerung ist doch schön leicht. Schatten auf der Wand ist hoch. Jetzt hat er sich mitbewegt. So. Von hier will ich gleich kommen. Das war wohl nichts. Zu einfach. Das ist einfach nicht. Also da hat er immer noch wie.
Schön, trinke. War schon. Gehen wir nochmal hier hoch. Und den Weg weiter lang. Eben so viel muss ich ja noch besiegen. Tickerchen. Müsste ich eigentlich? Ach, 10 Punkte noch. Ja, Tigger. Davon verstehe ich nicht. Davon verstehe ich nichts. Davon verstehe ich nichts. Oh, das wird. Da wirst du viel machen können hier. Heftig. Da gehen wir noch nicht hin. Den machen wir noch Platz schnell. Stufe. Dadurch, dass ich eine neue Stufe habe, kann ich
so, ja, scheiße. Da wollte ich ja noch Inventar. Geschicklichkeit brauche ich 13. Bräuchte ich 17 Geschicklichkeit und 25 Stärke. Ah, scheiße. Ich bin nicht gut genug. 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 Interessant. Kopf wurde jetzt woanders.
Oh, der ist schon wieder aufgeladen. Scheiße. Mist. Also die Idee, da habe ich keine Chance. Noch nicht. Noch nicht. Aber später bestimmt schon. Ach, da ist doch noch so viel. Oh, da ist noch so viel. Nee, das ist doch gar nicht. Ich kann vorher die ganze Zeit zu looten. Da bin ich immer noch zu schwach. Scheiße. Na komm, kletter doch. Wir gehen noch wieder hoch und dann mache ich meinen Abschluss. Dauert zu Ende. Also hier wirst du noch viel machen können. Bauen, lernen und also von Waffen und Rüstung erweitern und alles Mögliche. Da werden viele ganz viel Freude dran haben. Ich weiß ja, einige von euch stehen ja drauf. Aber einige leider halt nicht. Die kommen dann immer und dann... Oh. Aber man kann es halt nicht allen recht machen. Das ist auch,
Wäre auch Blödsinn, wenn man es allen recht machen wollen würde. Dann hätten wir alle die gleichen Spiele und gleiche Einheitspreis, ist auch kacke. Oh shit. Also da wäre eine Treppe gewesen. Ein Schwert. Karte. Mal eine schöne Ecke aus, was auch eine schöne Landschaft wieder gibt. Das da mit der Stadt, da im Hintergrund. Ja. So. Dann will ich das angezockt jetzt hier erstmal beenden. Wir sind ja schon bei 1,5 Stunden. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Die Steuerung ist gut. Flüssig. Die Grafik ist okay. Das einzige Manko, was ich habe, ist der Ton. Dass das sich bei mir, ich weiß jetzt nicht, wie bei euch denn in der fertigen Aufnahme anhören wird. Und das Schwert ist gerade verpackt, sehe ich gerade oben im Arm drin. Aber egal. Dass ich das, wenn ich Monster angreife oder irgendwas mache, dass sich das nicht anhört, als dass der Ton von vorne kommt. Bei mir hört sich das an, als wenn es von hinten kommt, der Ton die ganze Zeit. Und wenn ich mit jemandem quatsche, dass die so basslastig sind und so, dass da so ein Echo drin ist oder so. Vielleicht höre ich das jetzt nur auch so, aber so ist mein Empfinden halt. Aber sonst ist es ein schönes Spiel. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.